Unfassbare Wahlpanne. Doskozil ist doch nicht SPÖ-Chef. Kein Scherz, die Ergebnisse der Vorsitzwahl wurden vertauscht. Nicht Hans-Peter Doskozil, sondern Andreas Babler soll die Wahl gewonnen haben. Aufgedeckt wurde das Ganze durch einen Fehler in den offiziellen Zahlen. Gültige Stimmen gab es eine mehr, als auf die Kandidaten entfielen. Die Wahlkommission sprach von einem simplen Tippfehler der Parteitagsregie, doch es kam alles ganz anders. Wie SPÖ-Wahlleiterin Michaela Grubeser in einer eilig einberufenen Pressekonferenz bekannt gab, war die verlorene Stimme nicht die einzige Panne. Die Ergebnisse wurden komplett vertauscht. Grubeser berichtet, sie habe die eine verlorene Stimme gefunden, es war eine ungültige Stimme, doch ihr fiel noch was auf. Aufgrund eines technischen Fehlers in der Excel-Liste wurde das Ergebnis vertauscht. Besonders arg, eine Überprüfung des Ergebnisses am Samstag fand nicht statt. Und was sagst du zu dieser Megapanne der SPÖ? Schreib es uns in die Kommentare.